Hallo und herzlich willkommen zu meinem Boss Guide zum Royal Red Vanguard, zu Deutsch Königliche Rattenvorhut. Klären wir erst einmal, warum wir überhaupt auf die Königliche Rattenvorhut treffen. Die Königliche Rattenvorhut ist eine Prüfung für den Red Covenant. Besiegen wir sie, können wir mit dem Rattenkönig, besser gesagt einem Stellvertreter, reden und dem Covenant beitreten. Den richtigen treffen wir woanders. Die Ratte, welche wir bezwingen müssen, ist eine sehr, sehr alte Ratte. Sie ist stärker und größer als die anderen. Außerdem erinnert sie in ihrem Aussehen sehr stark an die Urratten aus längst vergessenen Zeiten. Sie ist allerdings nur eine von zwei Prüfungen. Bestehen wir die zweite, dann können wir dem Red Covenant jederzeit beitreten. Hinter dem Ratteneid bzw. dem Red Covenant steht eine gar nicht mal so uninteressante Geschichte. Ich bezweifle aber, dass ich die Zeit haben werde, mich in einem Video um ihn kümmern zu können. Kommen wir nun also zum Bosskampf gegen die königliche Rattenvorhut, also dem Royal Red Vanguard. Der Vanguard hat eine große Schwäche und das ist Feuer. Also es ist klug, die Waffe mit Feuer zu verzaubern, also ein Charcoal Pine Resin, so wie es ich gerade mache hier, oder Flame Weapon, je nachdem. Und er befindet sich im Grave of Saints und das ist ein großer Raum und er ist ein besonderer Boss, weil es kommen erstmal viele kleine doofe Ratten. Wir versuchen die am Anfang vorne zu sammeln. Die Taktik gilt für alle, weil wir müssen kiten, auch für Rangers. Wir versuchen die vorne zu sammeln und immer uns Ratten rauszupicken. Das heißt, wir versuchen die immer in so einer Traube zu halten und dann immer von einem Ende zum Raum zum anderen Ende zu kiten. Jetzt töten wir eine und wir versuchen immer zwischendurch welche zu töten. Und am besten ist, wenn man versucht, die auf One-Hit zu gehen, dass man die erst in einem Hit tot macht. Und unser Ziel ist es, 10 Ratten zu töten, weil dann kommt nämlich erst der eigentliche Boss und der droppt direkt vor dem Foggate, wo wir reingegangen sind. Und dazu müssen wir aber 10 von den kleinen Ratten töten. Und wir müssen die jetzt durch den Raum kiten. Wir picken uns immer wieder welche raus. Und noch mehr. Jetzt sind ja alle am Ende von Raum, damit kann ich aber nicht so viel anfangen, weil die mir jetzt alle hinterherkommen. Weil wir nämlich sofort, wenn der Boss kommt, richtig heftigen Fokus-Damage auf den Boss machen müssen, weil der hält nur geringfügig mehr aus als die Ratten. Das heißt, ich habe jetzt schon viele down und ich versuche jetzt alle hier hinten in die Ecke zu pullen. Jetzt sehen wir, dass unten die Bossbar, also der Balken, erscheint. Wir rennen direkt zum Foggate, da ist er runtergedroppt, da sehen wir ihn und der hat so ein Iro. Und was wir machen, ist direkt Fokus-Damage. Zwar so viel wie geht, immer rauf, immer rauf. Und jetzt war die Situation, dass ich nochmal zustechen konnte. Wenn man ihn nicht sofort down kriegt, kann man ihn auch kiten. Sollte man ihn kiten mit allem anderen und immer darauf achten, dass man den Iro down kriegt. So ist es ein ziemlich einfacher Boss-Guide. Wichtig ist halt, in Bewegung zu bleiben und sich immer einzelne Ratten rauszupicken. Und versuchen, wenn man 9 Ratten down hat, hier an dem Ende von dem Raum zu sein. Und jetzt sind wir beim Rattenkönig. Und damit beginnt der Covenant und hört der Bosskampf auf. Das war also die königliche Rattenvorhut, der Vanguard. Ein relativ einfacher Boss, weil der nun mal nicht so wirklich viel aushält. Und wenn man weiß, was man tut, ist er wirklich schnell down. Damit bedanke ich mich schon fürs Zusehen. Das war's schon mit dem Bossguide. Es gibt nämlich nur eine Taktik sozusagen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei meinen anderen Bossguides einschaltet. Bis dann.